Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge von Unboxing und Gewinnen. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wenn ihr so das Meeresrauschen im Hintergrund hört und so unseren Hintergrund hier vom Bild seht, wir sind nicht an unseren heimischen Gewässern, sondern wir sind fernab der Heimat auf einer richtig geilen Angelreise nach Kolumbien. Und passend dazu ist auch heute das Produkt, das wir heute bei Unboxing und Gewinnen vorstellen. Und zwar ist es ja so, dass immer mehr Angler, wenn sie ja auf Angelreise zum Beispiel unterwegs sind, ihre Angelerlebnisse, Fänge gerne filmisch und fotografisch festhalten wollen für Instagram, für Facebook oder auch für ihren eigenen YouTube-Channel. Und genau dafür haben wir heute was richtig Geiles bei Unboxing und Gewinnen. Und das ist hier drinne. Ich zeig's mal in die Kamera. Und zwar ist das eine Action Cam, aber nicht nur eine Action Cam, denn das Teil kann richtig viel. Das Ding heißt Insta360 One RS Twin Edition. Ich habe gesagt, es handelt sich um eine Action Cam, aber auch schon ja, um ein richtiges Technikmonster. Denn bei dem Teil hier handelt es sich eigentlich um eine 2-in-1 Kamera. Das Ding ist vollgepackt mit Technik. Ich sage euch jetzt erstmal ein paar, ja, die wichtigsten Details. Und zwar ist es eigentlich, wie ich schon gesagt habe, zwei Kameras in einem. Denn die hat zum einen eine 4K-Linse, wo ihr richtig geile Aufnahmen mitmachen könnt. 48 Megapixel Foto, Filmaufnahmen auch. Und dazu noch eine 360-Grad-Linse, die dann praktisch rundum Aufnahmen machen kann. Sieht richtig geil aus, werdet ihr nachher sehen. Ihr könnt damit auch so eine Art Little World Effekt erstellen, richtig geile kreative Aufnahmen machen. Also da könnt ihr richtig geile Sachen mitmachen. Jetzt zeigen wir euch erstmal ein paar Aufnahmen, die wir mit der Insta360 One RS gemacht haben, damit ihr mal seht, was das Ding Geiles kann. Und dann alles weitere zur Technik. Geil an der Cam ist, sie ist komplett wasserdicht. Natürlich von Vorteil, wenn man wie wir hier auf dem Meer unterwegs ist. Salzwasser, es kommt dauernd Wasser ins Boot, es spritzt drüber. Da hätten wir mit unserer normalen Kamera sehr viel Sorgen, dass die kaputt geht. Kann hier bei der nicht passieren. Das Geile ist, der Horizont wird auch ausgeglichen. Das heißt, wenn das Boot schaukelt, das wird nicht übertragen auf das Kamerabild. Das heißt, ihr habt nicht dieses Geschaukel im Bild, sondern die RS One, die gleicht es schön aus. 48 Megapixel Foto habe ich schon gesagt. Was wirklich richtig geil ist an dem Ding hier, ist diese lange Carbonstange. Die ist auch wirklich schön leicht. Also da braucht ihr keine Sorge zu haben, dass ihr da so einen schweren Stab in der Hand haltet. Und die könnt ihr bis auf 3 Meter ausfahren und da dann richtig einen geilen Drohneneffekt mit erzeugen. Das habt ihr in den Aufnahmen gesehen. Die Software von der Kamera rechnet den Stab dann weg. Also den sieht man überhaupt nicht. Und dann braucht ihr gar keine Drohne mitzunehmen, sondern habt hier ja, schöne Luftaufnahmen hier mit der RS One. Und das sieht richtig cool aus im Drill. Und ich habe natürlich auch gesagt, ihr könnt die auch ins Wasser tunken oder ins Wasser tauchen. Die ist wasserdicht, mehrere Meter. Könnt ihr schöne Drillaufnahmen machen, wie der Fisch im Wasser schwimmt oder euren Köder hinterher oder euren Köderfilm oder so. Für den harten Praxiseinsatz im Angelurlaub oder auch im sonstigen Urlaub. Wir waren damit auch an einem Wasserfall, waren damit im Dschungel, haben damit eine Dschungeltour gemacht. Also wirklich eignet sich perfekt für alle Einsatzbereiche im Urlaub. Jetzt kann ich noch ein bisschen auf das umfangreiche Zubehör eingehen, was es dazu gibt.
Diesen Carbonstab, den man bis auf 3 Meter ausfahren kann für die Drohnenfunktion, habe ich euch schon erklärt. Das war das erste. Dann gibt es noch einen kürzeren, ja, wie soll ich sagen, Selfie-Stab hier oder einen Haltestab. Besser als wenn man die Kamera so für Selfie-Aufnahmen so zwischen den Fingern halten muss, ist stabiler. Man kann den hier auch ausklappen, das heißt, ihr könnt den irgendwo hinstellen, stabil auf dem Boden. Ist alles schön, ja, kann man gut in der Hand halten. Der Bildstabilisator der Kamera ist auch super, wenn ihr dann geht, es verwackelt kein Bild oder so, es ist schön, schön in einer Flucht, schön gerade. Also nicht, dass ihr dann einen Ruckel habt, wenn ihr geht, das gleicht es super aus. Dafür ist der Stab hier. Hier drin ist so eine Art Saugnapfhalterung, kann man sehr schön beispielsweise am Angelboot festmachen und dann da auch schöne Aufnahmen vom Fahren machen oder auch die Kamera laufen lassen und dann filmen bis zum Biss oder bis zum Drill. Und dann ist hier noch so ein Monkey Tail Mount, den gibt es auch dabei. Könnt ihr schon sehen, super flexibel. Könnt ihr, was weiß ich, ja, um eine Stange drumherum machen im Boot oder wenn ihr im Dschungel unterwegs seid oder sonst im Wald irgendwo an einem Ast festmachen. Könnt ihr euch dann so einstellen, wie ihr wollt, hier mit dem Winkel. Und ja, dann steht alles sicher und ihr könnt es auch schön ausrichten und könnt euch dann gut filmen dabei. Für alle, die sich für die Insta360 ONE RS interessieren, wir blenden hier unten den Link direkt zum Produkt ein. Da könnt ihr euch weitere Infos holen, euch mal die Kamera ganz genau anschauen, wenn ihr Interesse habt. Und also ich möchte die auf meinen Angeltouren, gerade im Ausland, gerade unter etwas extremeren Bedingungen, auf keinen Fall mehr missen. Hat sich wirklich super bewährt hier, hat uns geile Aufnahmen gebracht und ja, perfekt eigentlich für jede Angeltour. Und jetzt aber genug des Lobes. Jetzt geht es an die Gewinnfrage für die Kamera hier. Und zwar lautet die diesmal, wie viele Megapixel Fotoqualität sind mit der Insta360 ONE RS möglich? Ich habe es im Video, glaube ich, zweimal gesagt, mindestens einmal. Sollte also kein Problem sein, die Frage richtig zu beantworten. Richtige Antwort, wie immer, hier unten in die Videobeschreibung reinposten. Und dann gibt es einen glücklichen Gewinner. Übrigens, ich habe es ganz vergessen bei der ganzen Technik hier, die ich hier heute erklären musste. Ihr findet auch in der Videobeschreibung den Gewinner des Preises vom letzten Mal. Also mal ganz genau reingucken. Und wenn du dich da wiederfindest, bitte wie immer eine E-Mail schreiben an bigfishmedia@web.de mit einem Screenshot von deinem YouTube-Account, deiner Adresse und einer kurzen Info, bei welchem Video du gewonnen hast, damit wir Bescheid wissen. Und ja, ich würde sagen, wir genießen jetzt weiterhin unseren Angelurlaub. Ich wünsche euch viel Erfolg hier beim Gewinnspiel für die Insta360 ONE RS, dass du der glückliche Gewinner bist für dieses geile Teil hier. Denn du wirst es echt genießen hier bei deinen Angeltrips, damit zu filmen. Und ja, für uns jetzt hier erstmal Schluss für das Video. Macht es gut, Petri Heil, ciao, ciao.